Wenn du nur ein paar Mal während des Jahres in der Früh aufwachst und es dir nicht gut geht, du dich schlecht fühlst, dann ist es ein Zeichen, dass du dich blockierende Energien in der Nacht unbewusst manifestierst. Und um das zu ändern, solltest du unbedingt diese 5 Dinge machen, bevor du einschläfst. Also bleib dran. Der Schlaf dient dazu, dass wir uns regenerieren, dass wir wieder in unsere Mitte kommen, dass wir auch spirituelle Praxis im Unbewussten machen. Und das tun wir auch. Jeder Schlaf, jeder Traum, jede 3, 4, 5, 6 Stunden des Schlafes dienen dazu, dass du wirklich in die Tiefe gehst und dass dein Körper sich regenerieren kann, dass dein Geist sich regenerieren kann, dass du letztendlich ohne Einflüsse bist. Und doch können wir unbewusst, wenn wir falsch schlafen gehen, ja, können wir unbewusst verschiedene Dinge in Bewegung setzen, die wir dann manifestieren, das heißt ins Außen bringen, in unser Leben hineinbringen, die uns aber nicht dienlich sind. Und wir alle haben niemals gelernt, wie gehen wir richtig und gut schlafen, sodass wir das Optimalste, auch wenn es nur minimale Stunden des Schlafes sind, aber dass wir das Optimalste aus dem Schlaf herausholen, dass es uns danach gut geht, dass wir danach die tiefste spirituelle Praxis unbewusst erlebt haben, dass wir danach unseren Körper, unsere Zellen in die optimalste Position wieder bringen, weil sie Pause hatten von all den Einflüssen, von Essen, von Trinken, von Energien etc. Und deshalb möchte ich dir heute die 5 Punkte nennen, die du tun kannst, bevor du schlafen gehst, damit dein Schlaf zu einer großartigen Regeneration für Körper und Geist wirklich sein kann. Punkt Nummer 1. Hast du vielleicht schon mal gehört, iss 3 Stunden, bevor du ins Bett gehst, bevor du schlafen gehst, nichts Schweres. Wenn du Fleisch isst, iss 3 Stunden vorher kein Fleisch, keine fettigen Dinge, keine dich sehr belastenden Dinge. Ganz klar, warum dein Magen, dein Darm, all das ist beschäftigt und kann dann einfach nicht zur Ruhe kommen, weil die Energien der Nahrung verarbeitet werden müssen, natürlich die Nahrung selbst verarbeitet werden muss. Und deshalb fütterst du dich praktisch mit dich belastenden Energien. Und das manifestierst du dann auch für die ganze Nacht. Das ist die ganze Nacht in dir und das heißt, du arbeitest, schuftest die ganze Nacht und kannst am nächsten Morgen nicht erholt sein. Punkt Nummer 2. Nimm eine Dusche, bevor du schlafen gehst. Wir bestehen zu 80% aus Wasser. Was so viel heißt, die Dusche, ein Wasser, ist nicht nur rein Wasser, dass der Körper gereinigt wird, sondern hat auch ganz große energetische Wirkung. Hast du vielleicht selbst schon erfahren, wenn du ein Problem hattest und du hast dich geduscht, dass du dich danach viel, viel besser gefühlt hast. Und genau diese Eigenschaft hat Wasser. Du duschst dich, du duschst all das, was dich am Tag belastet hat, all das, womit du konfrontiert wurdest, auch bei hochsensiblen Menschen, ja. Du duschst die Energien, die du aufgenommen hast, duschst sie einfach runter. Und du kannst diese Dusche auch in eine wirkliche spirituelle Praxis verwandeln, indem du dir bewusst vorstellst, du duschst dich mit goldenem Licht, das dich durchflutet, das alles abspült, von dir runterwäscht, was dir nicht mehr dienlich ist, was dir nicht gut tut. Dusche nicht zu heiß, ja, dusche lauwarm am Abend, bis vielleicht sogar kälter, wenn Sommer ist oder du in einer warmen Gegend lebst, nicht zu heiß, weil wenn du lauwarm duscht oder vielleicht sogar ein bisschen ins Kältere duscht, erstmal sagt dein Körper Achtung und du kommst in die Höhe, du kommst in einem Zustand und du glaubst, oh, ich kann jetzt niemals einschlafen, weil ich jetzt sehr munter bin. Aber glaub mir, nach 20 Minuten, nach einer halben Stunde schläfst du wunderbar, weil erstmal deine Rezeptoren nach oben gehen und dann können sie ganz gut wieder in den Schlafmodus gehen. So,
Der dritte Punkt ist die Dankbarkeit. Damit programmierst du praktisch deinen Geist für Dinge zu manifestieren, für die du noch dankbarer sein kannst. Das heißt, jede Nacht, bevor du schlafen gehst, wenn du im Bett liegst, bedanke dich für all das, was an diesem Tag passiert ist, für die Dinge, die Erfahrungen, die du gemacht hast, all das, was in dein Leben gekommen ist. Und wenn du einen ganz doofen Tag hattest, ja, dann bedanke dich zumindest für das Leben, dass du am Leben bist. Das ist so ein großes Geschenk, dass du jetzt zu dieser Zeit inkarniert bist. Ist so ein großes Geschenk. Also sage mindestens 5 bis 10 Dinge, wofür du dankbar bist. Ja, für deine Kinder, für dein Business, für den Baum vor deiner Tür, für die Natur, für aber auch für eine Erfahrung, wie zum Beispiel, du hattest heute einen Streit und hast erkannt, der Streit war vielleicht nicht gut, aber du hast erkannt, okay, dieser Mensch passt nicht mehr in mein Leben. Danke auch dafür, danke für diesen Streit, dass sich etwas gezeigt hat. Ja, damit programmierst du dein Unterbewusstsein und praktisch die spirituelle Praxis in der Nacht dafür, noch mehr Dinge in dein Feld zu lassen, für die du dankbar sein kannst. Die vierte Sache ist, die ich dir mitgeben möchte, ist, schalte alle Strahlungsdinger, die du hast, Handy ab, WLAN-Router ab, dein Radio-Wecker, ja, der blinkt ab, mach es ganz, ganz dunkel. Die Dunkelheit, wenn du dunkel schläfst, wird mehr Melatonin produziert, ja, in deiner Zirbeldrüse. Und wenn mehr Melatonin erzeugt wird, bedeutet das, dass du einfach ruhiger, besser schläfst, dass all das deine Zellen, dein Geist stärker regenerieren können. Außerdem wird auch DMT erzeugt, ja, wo du in ja praktisch in ein erweitertes Bewusstsein kommst während der Nacht. Wir haben sowieso jede Nacht eine Mini-Erleuchtung, so, aber durch die Dunkelheit förderst du einfach und durch das Abschalten der Strahlung, der Frequenzen förderst du einfach, dass du besser, ruhiger schläfst. So. Also, Handy aus, ganz aus, nicht am Flugmodus neben dir, das strahlt trotzdem, ja. WLAN-Router aus, alle möglichen Lichter aus, mach's ganz dunkel, notfalls setz dir eine Schlafbrille auf. Und der fünfte Punkt, den du tun sollst, bevor du schlafen gehst, ist, dir nochmal ganz bewusst zu machen, du bist nicht dieser Körper, du bist nicht deine Gedanken, du bist mehr als das. Und dieses Mehr kann jetzt in die Expansion gehen, ja, in die Expansion, in die Ausdehnung gehen. Und du kannst das so machen mit dem Einatmen, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Geist. Ich bin mehr als das. Ja, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin mehr als das. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin mehr als das. Und das bringt deinen Körper, deine Zellen des Körpers, das bringt deinen Geist in eine Fokussierung an das, an die Essenz, die du wirklich bist. Und während des Tages werden wir so viel abgelenkt. Oftmals verlieren wir diese Anbindung, dieses Erkennen, wenn du angetriggert bist von dem, was du wirklich bist. Aber in dem Moment des Schlafes, in dem Moment, bevor du schlafen gehst, das ist letztendlich die kostbarste Zeit des Tages, wie auch am Morgen, wenn du aufwachst. Dazu werde ich noch ein anderes Video machen. Wenn du da schlafen gehst, ja, und du dir diese Ausdehnung bewusst wirst, du dir dieser Anbindung bewusst wirst, wirst du merken, wie sich das auf deinen Schlaf auswirkt und du viele Dinge erfahren wirst auch im Schlaf, ja, die zu dir kommen, Dinge, die, wo du an Entscheidungen anstehen, ja, wo du nicht weiter weißt. Du wirst merken, dass du am Morgen dann oftmals aufwachst und weißt, okay, das ist jetzt mein Weg. Das ist jetzt ganz klar. Hier, diese Entscheidung treffe ich jetzt. Du trägst alles in dir. Du bist so wundervoll und
in dir ist dein Wissen, dein Geheimnis. Und wenn du verschiedene Dinge einfach mal veränderst in deinem Leben, kann so viel Neues entstehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal, aktiviere das Klingelzeichen und vor allem trag dich hier unten in meinen Newsletter ein, damit wir immer verbunden sein können und ich dir immer Inspirationen schicken kann, egal was im Außen passiert, ja, egal welche Zensur ist. Ich habe die Möglichkeit, dich zu erreichen und dir vielleicht eben auch in manchen Situationen zu helfen. Außerdem bekommst du eine kostenlose Meditation zur Aktivierung der Zirbeldrüse, die du auch vor dem Schlafengehen machen kannst. Alles Liebe, du bist ein wundervolles Wesen.